Hallihallo! Ich möchte euch heute ein neues Produkt aus dem Hause Wunderwix vorstellen und das gibt es natürlich auch ab sofort in meinem Shop zu bestellen. Und das ist der Wunderspatzel. Vom Wunderspatzel bin ich restlos begeistert. Und zwar ist er das hier. Also wirklich ein kleines Teil, was man, wie man schon erahnen kann, auf den Deckel des Mixtopf aufsetzt. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich. Das Schöne ist, dass er made in Germany ist und BPA-frei und dass ihr ihn auch wunderbar in der Spülmaschine reinigen könnt. Aber ich finde, er ist auch ratzfatz mit kaltem Wasser gereinigt. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, wir legen jetzt los. Es ist auch wieder eine schöne Beschreibung dabei, die einmal mit Bildern arbeitet und dann auch ja, natürlich mit Texterklärung. Und auch ein Rezept schon direkt mitliefert. Hier steht jetzt Zutaten für 3 Portionen. Ich finde, das ist so für Beilagenportionen für 3. Und wenn man so als Hauptgericht nimmt, dann würde ich es eher jetzt so für 2 Personen bemessen. Kommt natürlich ja immer darauf an, wie viel man denn so isst. Also, wir legen jetzt los. Und zwar sagt uns das Rezept, 2 Eier in den Mixtopf geben. Dann kommt 80 Gramm Wasser dazu. Ein bisschen noch dazu. So. Dann 200 Gramm Mehl und eine Prise Salz. So. Und das Ganze vermischt ihr jetzt erstmal für 2 Minuten auf Stufe 3. So, der Teig ist fertig. Den fülle ich jetzt um. Ich würde es normalerweise so machen, dass ich jetzt meinen zweiten Mixtopf nehme, aber es hat natürlich auch nicht jeder einen zweiten Mixtopf. Deswegen gebe ich das jetzt hier in eine Schüssel. So, und jetzt nehme ich meinen Mixtopf, gebe da einfach ein bisschen klares Wasser rein, dass die Messer so ganz gut bedeckt sind und gebe das einfach für 30 Sekunden auf Stufe 10. Wichtig ist, dass das Wasser kalt ist, was ihr nehmt, damit die Gluten des Weizenmehls nicht noch mehr verkleben. So, das Wasser schütte ich jetzt einfach aus. Also ich hatte keinen Spüli drin, aber durch die Stufe 10 schäumt das relativ stark. So, und jetzt gebe ich in den Mixtopf 1700 Gramm Wasser. Und die stelle ich erstmal für 10 Minuten 90 Grad Stufe 1. So, das Wasser ist erhitzt und jetzt kommt der Wunderspatzel zum Einsatz. Den könnt ihr übrigens benutzen für den TM6, für den TM5, für den TM31 und auch für den Thermomix Friend. Ich setze den Wunderspatzel einfach nur auf und fülle jetzt, beziehungsweise habe ich eben vergessen, ich mache noch eine Prise Salz ins Wasser. So. Setze den Wunderspatzel auf, stelle wiederum 10 Minuten ein und zwar wieder auf die 90 Grad. Linkslauf und Stufe 0,5. Und dann fülle ich, ich mache das hier mit meinem Lieblingsspatel, den ich jetzt eh gerade schon quasi benutzt habe, aber es eignet sich natürlich auch wunderbar der ganz breite Flexi-Spatel dafür. Jetzt fülle ich einfach den Teig ein und drücke den durch die Löcher. Es gibt auch eine Maximalmarkierung im Inneren des Wunderspatzels, also die dürft ihr nicht überschreiten. So. Zack. Und dann halte ich hier so fest und drücke den Teig durch die Löcher. Hier sieht man auch nochmal die Maximalmarkierung. Das ist jetzt aber bei dieser Variante mit der Menge an Teig gar kein Problem und funktioniert wunderbar. In einem Schritt. Also es bietet sich an, einen möglichst breiten Spatel zu nehmen, damit ihr eine schöne große Auflagefläche habt. Deswegen, wie gesagt, ist dieser auch noch eine ganz schöne Variante dafür. Da
eine ganz große Flexisparte, aber ich arbeite eben am liebsten mit meinem kleinen Flexispat. So, ich kann das wirklich ziemlich restlos hier durch die Löcher schieben, das ist ganz toll. Und für die restliche Zeit lasst ihr jetzt einfach die Splätzle ohne Messbecher bei den 90 Grad eben weitergaren und danach sind sie fertig. So, da bin ich nochmal zwischendurch. Wir haben jetzt hier also noch 5 Minuten und 46 Sekunden und ich habe meinen Wunderspatzel schon wieder wunderbar sauber, einfach mit kaltem Wasser gereinigt, geht super schnell und die Glasschüssel ist auch schon wieder sauber und der Spatel. Also das ist wirklich ganz toll und schnell auch zu reinigen. So, fertig sind meine Spätzle und ihr habt jetzt ja mehrere Möglichkeiten. Ihr könntet die jetzt einfach abschöpfen und wenn ihr dann noch mehr Teig gemacht hättet, einfach wieder auf die 1700 Milliliter Wasser auffüllen, wieder erhitzen auf 90 Grad und das Ganze nochmal machen. Oder ich mache es jetzt mir einfach und schütte das Wasser hier in mein Sieb. Normalerweise würde ich das über der Spüle machen, aber damit ihr das jetzt hier gut sehen könnt, mache ich das jetzt mal hier. Also ich finde auch die Größe der Spätzle, die ist echt toll. Die ist wirklich optimal. Ich schiebe das Ganze jetzt mal rüber, weil man es besser sehen kann. So. Also so sehen sie jetzt aus. Super, super lecker. Ich brate sie mir jetzt noch an. Ich brate erst Zwiebeln an und in Butter und dann brate ich die Spätzle noch ein bisschen mit an. Und dann gebe ich noch einen kräftigen Käse dazu, so ein Gruyère zum Beispiel, passt super. Und da habt ihr ein ganz, ganz tolles Gericht. Wer mag, bleibt jetzt noch dran, denn ich mache das jetzt im Anschluss. Normalerweise würde ich es parallel schon machen, dass ich die Butter und die Zwiebeln schon mal anschwitze. Das ging jetzt in dem Fall nicht, damit ihr das auch sehen könnt. Geht es jetzt hier erstmal noch weiter mit dem Anbraten der Spätzle. So, der Wunderspatzel ist also mein neuer Spätzlebegleiter in meiner Küche. Ich bin schwer begeistert. Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich einfach top. Ihr könnt ihn ab jetzt bestellen in meinem Shop auf kinderleichtkochen.shop. Und hier brutzel ich noch ein bisschen weiter meine Spätzle. Herzliche Grüße, eure Sandra.